Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ich bin noch nicht fertig mit dem Einräumen. Ich habe den Mod, ich glaube, ich habe den richtigen genommen. Ich habe ihn rausgenommen, dass heute so viele Leute kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir fertig sind mit dem Einräumen, machen wir den Laden schon mal auf. Theoretisch dürfte es ja nicht das Problem werden jetzt, ne? Ach, ich habe den verkehrten Kaffee genommen, ich Trottel. Ich wollte ja den blauen nehmen. Dann schauen wir mal. Weil mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nicht eingekauft. Oh, Alter. Echt jetzt? Kommt wieder mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Kiste an hier. Also theoretisch dürften jetzt nur die Originalzahlen kommen. Originalzahlen? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So, das Gröbste ist alles eingeräumt. Guck mal von den Zahlen her. Okay, ich gehe mal am Computer. Ich werde mir erstmal im Computer einkaufen. Erstmal wieder eine Rechnung bezahlen. So, dann gehe ich mal hier rein. So, dann kaufe ich hier mal ein. Mal hier können wir ruhig zweimal. Hier. Oh, oh. Was habe ich denn hier drin? 58 Artikel? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe ganz vergessen. Oh shit, ich habe keine Milch. Verdammt. Du kannst reingehen, du kannst reingehen. Milch. Oh. Habe ich nicht gesagt, ich habe alles eingeräumt? Wie habe ich denn das hingekriegt? Mensch, lass mich doch mal durch. Wie habe ich denn das hingekriegt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich hau dir mal die Milchdinger durch die Rippen, junge Frau. Mich würde das aber, wie gesagt, mal interessieren, wie viele Leute jetzt hier heute kommen. Oh, das Gemüse sieht so lecker aus. Ey, warte, da könnte ich jetzt... Da könnte man ja zuschlagen, ne? Ich glaube, das ist hier vorne, ne? Ja, hier. Okay, ist voll. Ab ins Regal mit dir. Das Bier müsste eigentlich auch voll sein, ne? Ja, könnte man schon ein bisschen nachfüllen. Ach, jetzt habe ich es aus Versehen mit L ins Regal geräumt. So, hier haben wir das blaue Wasser. Ja. Hallo da hin. Hier haben wir nochmal die Milch. Oh, was? Regal ist voll und hier ist auch alles voll. Wie viel Milch habe ich denn gerade? Ach, ich hatte die... Ja, ich hatte die Milch schon drinne. Deswegen. Ach, verdammt. Deswegen habe ich keine Milch, weil ich hatte die, konnte ja nicht kaufen. Weil ich ja keine Kohle mehr hatte beim letzten Mal. Ah. Ja, siehst du, siehst du, siehst du? So, ich schmeiß das nochmal fix so durch den Laden. Dann habe ich die Mod nicht rausgenommen. Habe ich einfach den verkehrten Mod rausgekloppt? Oh. Oder ist da noch eine Config mit bei, die ich jetzt hätte rausnehmen müssen? Okay, na das ist ja blöd. Hab ich ja extra rausgenommen. Na, wir gucken mal. Ja, das sind doch genauso viele wie sonst. Also wie gestern war. Hallo, die Dame. So, das macht einmal 76 Cent zurück. Ach ja. Wieso kommen sie eigentlich von rechts? Der Laden ist doch links. Danke sehr. $75,46. Okay, ich werde mal den grünen Käse holen. Hört sich irgendwie komisch an, ne? Ich hole den grünen Käse.
Den Parmigiano. Oh, oh. Das fängt ja schon wieder gut an hier, muss ich mal sagen. So, heute räumen wir wieder mal ein bisschen ein hier. Oh, waren die Dinger alle? Ich guck mal nach. Ja, hier waren sie. Oh Gott, die sind ja alle. Meine Güte. Was habe ich denn geguckt? Ich habe doch extra geguckt. Ach komm, weg damit. Oh, das war hier unten gleich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach siehst du, ich wollte doch die Bilder noch größer machen. Ach, damit, siehst du, hier kann man noch gar nicht drauf erkennen auf diesem Foto hier. Na gut, wenn man sich runterbeugt, ne? Dann hätte man das sehen können, aber ich glaube, das ist doch auch ein Mod gewesen, ne? Ich glaube, die gibt's doch, man kann sie doch gar nicht so bücken, ne, oder? Sag mal, das sind doch nicht weniger Leute. Aber das Gefühl, das sind mehr wie sonst. Nein. Ach doch, ist richtig hier oben. Ich glaube, die meckern ja bald rum, dass zu wenig Kassen. Ja, Kassen sind voll. So, kommen sie ran hier. Guck mal an, wie sie alle herstürmen hier. So, das macht 44 Dollar und 50, 60, 70, 80, 83. Danke sehr. Aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Das wird doch immer mehr Leute hier. 129, 40, ups. Hatte ich vergessen, das Spiel neu zu starten, nach dem Mod rausnehmen? 50, 51, danke sehr. $70, 61, danke sehr. $79, 96, danke sehr. 51 Dollar 81. Danke sehr. $20.000 habe ich schon wieder. So, gib mir her den Zettel. Den Zettel, ja genau. Ein Zettel als Kassenkarte. Okay, solange die da noch am Kassieren sind, werde ich schon mal wieder ein bisschen mithelfen, hier einräumen. So, dann nehmen wir die Chipsies. Oh, was steht denn hier draußen noch? Oh, wann habe ich denn das vergessen? Nein. Ach, deswegen hasse ich das, ey. Na, warte mal. Hier, der Zock, der das Mädels hat. Das kommt da rein.
Ah, ich muss das unbedingt anders machen. Das gefällt mir alles nicht. Das mit diesen 3, 3, 3 ist auch Müll. Theoretisch, ne? Ja, wenn das irgendwann mal alles einen nach hinten geht, habe ich ja noch mehr Platz. Ich sag mal, klaust du? Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir gucken mal. 146. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen einen ganz kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. So, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, den Mod jetzt endlich rausgeschmissen. Deswegen öffnen wir jetzt den Markt. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht, warum das nicht funktioniert. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Der ist wirklich komplett jetzt raus. Ich meine, ich hatte vorher einen Temp-Ordner angelegt. Im Mod-Ordner. Vielleicht liest er den dann trotzdem. Deswegen habe ich den mal jetzt komplett aus dem Spiel rausgenommen. Also komplett verschoben raus aus dem Spiel. Vielleicht lag es da dran. Wir gucken mal. Ne? Und dann mal gucken, wie viel Geld wir denn heute einnehmen. Als der Mod jetzt wirklich endlich raus sein sollte. Ich meine, es gibt ja auch den Mod, den man mit einem Tastendruck mehr Käufer hier teleportieren lassen kann, sag ich mal. Oder spawnen lassen kann. Ja, aber so, diesen pinken Zugay. Hallo, die Dame. Ich werde meine Kasse aber mal trotzdem mit aufmachen. Ich kann ja nebenbei ein bisschen so den gelben Zucker nebenbei auch noch ein bisschen abkassieren. Okay, den braunen Zucker. Also diesen hier. Weil ich sag mal, das soll ja auch nicht in Stress ausarten. Ne? Das soll ja immer noch ein bisschen Spaß machen. Aber wenn man mit dem Einräumen auch nicht mehr hinterherkommt, also die Einräume nicht mal mehr hinterherkommen, nicht, dass die irgendwann mal kündigen, die Jungs. Quatsch, das habe ich doch gerade gemacht. Aber ich denke mal, Honig kann ich mir mitnehmen. Ja, sag ich doch. So. Ich gucke gleich mal rein in den Laden. Ja, guck mal jetzt. Ich glaube, jetzt ist der Mod raus. Hallo, der Herr. So, geben Sie mir her Ihre Karte. Das macht 77,54 Dollar. Ich bedanke mich. Ja, ich sag mal, bis jetzt sieht das ein bisschen übersichtlicher aus, ne? Nicht ganz so vollgefromst. Die Jungs... Oh, Entschuldigung. Die Jungs, die müssen sich nicht hier die Zunge aus dem Hals racken. So, das macht 24 Cent. Ich bedanke mich recht herzlich. Guck mal, so hat man auch Chance, ein bisschen nachzufüllen. Vielleicht sollte ich mir da hinten trotzdem noch ein paar Kisten hinstellen. Dass ich hier die Getränke schon mal so ein bisschen einsortieren kann, wie zu Anfangszeiten. Ach Mensch, ich wollte ihn eigentlich da hinstellen. Hallo, die Dame. Geben Sie mal hier Ihr Geld. Sie bekommen nichts zurück. Ich bedanke mich recht herzlich. So, geben Sie mir hier Ihr Geld. Sie bekommen zurück. Ups, 15 Dollar und 30 Cent. Danke sehr. Beenden Sie uns bald wieder. Hallo daher. Geben Sie mir hier Ihre Karte.
46 42 so. Hier die Kohle. Diese hier. Klein Moment bitte. Oh, wieder bloß drei Flaschen. Was soll denn das? Jungs. So, diesmal stelle ich einen Karton aber dahin. Hallo. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei und drei Cent. Achso, Leerzeit. Oh, ich habe gerade überlegt. Junge, 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 Junge. Ich habe schon lange nicht mehr kassiert. So, du kannst weg. Kleinen Moment bitte. Fadi muss erstmal die Kohle aus dem Regal holen. Hey George, mach mal weg. Danke. Hallo. So, das macht 15 Dollar zurück und... Nein, was mache ich denn? 93 Cent. Danke sehr. Es wird zu dunkel. Kann einer mal das Licht anmachen? Danke sehr. So, 20 Cent. Danke sehr, die Dame. $220.90. Danke sehr. Naja, ich sag mal, zum Anfang ging es ja auch ohne diese mehr Leute, ne? Oh, war das Knumbock? Ach so, shit. Da ging mein Finger ein bisschen zu hoch. Die gelbe Brause. Oh. Hallo, die Dame. Oh, sie haben aber einen Spitzenmut. So, wir haben hier ihre Kohle. Die ist mir wichtig. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 und 48 Cent. Danke sehr. So. $45.75. Danke sehr. Ich meine, Maus ist schon wieder ein bisschen zu schnell eingestellt. So. $62.43. Danke sehr, die Dame. Oh, der Orangenjuice. Ist alle. Ups, jetzt laufe ich schon gegen das Regal. Hm, gib mir her hier. Alter, war da noch was drin? So, jetzt aber. Oh, hat gerade so gereicht. So. Okay, Jungs, da hinten könnt ihr auffüllen. Ich fange hier vorne wieder an, ja? Bis zum Feierabend, Jungs. Seid ihr einverstanden damit? Ja, ne? So, der braune Zucker. Diese Mücken hier. So, hier können wir bestimmt noch was gebrauchen, ne? Nicht viel. Der hat ja den braunen Zucker in der Hand gehabt. Hallo, der Herr. Hallo, der Herr. Sagen Sie mal, geht's noch? Aber wenigstens hat er mir das... hat er wenigstens so gekauft, dass ich mal Karton leer kriege. Finde ich auch nicht schlecht. So. Diesen... Ich nenne den mal den grauen Zucker, weil das andere ist ja der braune oder der goldene Zucker. Guck mal, das sieht so ein bisschen golden aus. Dann ist das der goldene, das ist der gelbe, das ist der braune und das da oben ist der weiße. Den gelben Zucker brauchen wir auch. So, jetzt brauchen wir noch den pinken Zucker.
Den da. Und bitte, hat gerade so gereicht. Wollte gerade sagen, steht da einer an meiner Kasse. Ey, holst du was aus dem Müll raus, Bengel? So, habt ihr das gesehen? Der holt aus dem Müll raus. So, die blauen Bücher. Das war dieses hier. Holla. Okay, das macht er jetzt wohl schon. Nee, macht er nicht. Dann mache ich das. Nein. Gut, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, sind trotzdem 94 Leute ohne den Mod. Dann würde ich sagen, lasse ich den Mod erstmal weg. Gut, wir haben ein bisschen viel eingekauft wieder. Einmal was nicht gefunden. Ich bin, ja, dann lasse ich den weg, den Mod erstmal. Ne? Und ich habe trotzdem gut Geld gemacht da oben. Finde ich. So wenig ist es jetzt gar nicht gewesen. Ich würde ganz gerne... 10 Minuten hätten wir jetzt noch. Wisst ihr was? Ich mache nochmal ganz schnell einen Tag. Um das nochmal zu testen. Egal, ob jetzt ein bisschen vielleicht... ne, hier Eier brauchen wir. Das sind die großen. Hm, genau. Ich glaube, jetzt war ich wieder zu fix. Jetzt war ich wieder zu fix. Verdammt, verdammt. Aber wie wird denn der grüne Käse, sag mal, der wird ja gekauft ohne Ende. Was ist denn da los? Oh. Wieder alle Zeug. Okay, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das gar nicht mit dem Mehrkunden-Mod gemacht. Dann hätte ich das lieber so drauf ankommen lassen, dass es immer mehr wird. Ausnahmsweise. So. Drei brauchen wir davon. Hier brauchen wir zwei. Hier von zwei. So, Brot ist auch fast alle. Eins, zwei, drei. Hier brauchen wir ein. Okay, hier brauchen wir zwei. Da einmal, da zweimal. Eier nehmen wir noch einmal mit. Da können wir mehr nehmen. Hier einmal, da mehrmals. Vielleicht sollte ich das mal so sortieren, dass ich große Kartons in einem Regal, ne? Guck mal, hier haben wir ja die großen und das sind ja die kleinen. Damit ich immer weiß, wo ich mehr kaufen kann und wo ich weniger kaufen muss. Also ne? Also zwei pro Regalfach oder sechs pro Regalfach. Ja, ich glaube sechs, ne? Passen rein. Ja, sechs. Mhm. Oh! Doppelpie wurde mal gekauft. Ups, haben wir noch genug? Na, da können wir auch mal wieder kaufen. Ich räume mal zusammen. Zack. So. Hier nehmen wir einmal. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kaufen wir mal schon. Ui. 1, 2, 3 mal.
zweimal. Zweimal. Oh. 1, 2, 3. Ah, da haben wir noch Milch gehabt. Na, ist egal. 1, 2, 3. So, hier die Nudeln. Darf ich immer nicht vergessen. Nochmal bitte. Wisst ihr, können wir nämlich auch zweimal kaufen. So, schnell nochmal nach oben. Die Bücher darf ich auch nicht vergessen. Da renne ich jetzt wahrscheinlich auch mal dran vorbei. Oh. Muss ich das schon einräumen? Ich dachte nachher, das Gefrorene fehlt. Mann, 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 das geht aber, wa? Wie gesagt, ich mache das jetzt aber auch nur, weil ich gucken will, ne? Was war das hier? Das schon wieder los, ey. Was wollte ich eigentlich sagen jetzt? Was wollte ich eigentlich testen jetzt? Irgendwas wollte ich testen. Verdammt, was wollte ich denn jetzt testen? Was? Kartoffelpü ist voll? Tatsache. Können wir denn hier was einräumen? Kartoffelpü? Na, guck mal da oben. Ach, Mist. Dort das Licht. Nee, warte mal, das stellen wir. Da mitten im Weg. Auch nicht schlecht. So, alles eingeräumt. Okay, ich werde mal noch ein bisschen helfen beim Einräumen der Regale. Da haben wir noch ein bisschen das Cola. Aber was labe ich denn heute hier zurecht? Endlich wollte ich die andere Cola nehmen. Klar, ich renne natürlich wegen so einem Quatsch los, statt die andere zu nehmen. Hier, die wollte ich. Die wollte ich eigentlich nehmen. Oh, der Kaffee. Guck mal an hier, ist ja fast alles alle. Entschuldigung, dass ich hier rübergesprungen bin, junge Frau. Weiß, was wurde jetzt wieder nicht gefunden? Ich war zu schnell. Ich war schon wieder zu schnell. Ach, verdammt! Was fehlt denn hier schon wieder? Ist doch alles noch da. Zwar wenig, aber ist doch alles da. Nee. Das blaue Reinigungs... Nee, das steht da. Kuchen ist da, obwohl auch wenig, aber ist da. Oder wurde er mit Geld beschissen? Hat der eine ihm zu wenig Geld zurückgegeben? Oder fehlt hier noch was? Warte mal, hier. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. Oh oh. Oh oh. Wo sind... Oh! Verdammt. Ich war wieder nicht hier oben, ne?
Ich war wieder nicht hier oben, ich Trottel. Ach, verdammt. Das habe ich jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Was war das eigentlich? Kartoffelpü. Oh, war alle die Kiste. Supi. So, schon mal einkaufen für morgen so ein bisschen. Brot ist hier fast leer. Okay, wir warten erstmal ab. So, alle weg. Alle weg. Dann gucken wir mal nach. Ihr Artikel. Aber immerhin fast 5000 Dollar gut gemacht. Ich denke mal, damit bin ich zufrieden. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich lasse die Leute noch einräumen, damit morgen ein neuer Tag, ein neues Glück und... Gehen Sie mal nicht so steif. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.